So, das war jetzt ein sehr bewegendes Fest. Der Abend ist jetzt vorbei. Die Leute haben sicher zufrieden nach Hause gefunden. Jetzt würde ich da noch eigentlich gerne ein paar Fragen stellen, speziell zur Freien Weltbewegung, weil die Zuseher von Fernseher kennen ja den Verein. Oder ist es ein Verein? Ist es eine Partei? Es ist eine freie Bewegung. Es kann sich jeder frei anmelden. Es gibt keinerlei Statuten oder irgendwelche Aufnahmeprüfungen. Jeder, der sagt, ich stehe dahinter für diese freie Welt ohne Geld, der ist herzlich willkommen und soll sich anschließen. Nur wenn wir viel werden, können wir die Welt wirklich befreien. Und das Hauptprämisse ist einfach, dass man die Menschheit von dem Joch des Geldes befreit. Die Menschheit und die Mutter Erde, weil die leidet genauso mit. Das Geldsystem wirkt sich genauso auf die Erde auf wie auf uns natürlich. Wir sind ja ein Teil der Erde, also ich darf es auch gar nicht trennen, aber ich sage, für die Erde ist momentan das Geldsystem derartig zerstörerisch, dass es weg muss. Wie lange machst du das schon, Kurt? Das mit dem freien Weltsystem machen wir seit ungefähr 1,5 Jahren. Vorher haben wir ja die Violetten gehabt, das heißt, das war ein Parteiprojekt, wir wollten als politische Partei antreten, um einiges zu verändern, aber seit wir das mit dem Geld abgeschaffen haben, haben wir gemerkt, das können wir als Partei nicht, weil wenn wir als Partei wirklich agieren, dann unterstellen wir genauso der Wirtschaft und dem Kapital und sind nicht wirklich frei. Und wirklich frei sind wir nur als Bewegung außerhalb, wir sind zwar eine politische Bewegung, das heißt, wir wollen als Bürgerbeteiligungsbewegung sozusagen arbeiten, dass wir eine Bürgerabstimmung einmal machen, eine Volksabstimmung für Abschaffung des Geldes, einmal in Österreich zumindest, in andere Länder wird es nach und nach weitergehen, das ist praktisch als Vorbild einmal in Österreich, aber natürlich wäre es richtig, dass die ganze Welt dann einmal frei wird. Ne? Aber irgendwie haben wir es anfangen. Es gibt ja in Deutschland auch eine Partei, die sich die Violetten nennt. Ja. Schon vor über 10 Jahren ist die ja gegründet worden. Bis 2000, kann man die vergleichen mit euch? Die ist 2001 gegründet worden, die Partei die Violetten. Aus dem Vorbild heraus haben wir in Österreich ja dann 2002 angefangen und haben eine Partei gegründet, die Violetten. Aber nach 10 Jahren Aufbauarbeit haben wir es dort aufgegeben und haben gesagt, wir nennen es Freie Weltbewegung. Weil wir gesehen haben, die deutsche Partei, sie tritt ja an bei den Wahlen und so weiter und sie haben dann genau dieselben Probleme mit dem Geld und so weiter. Es gibt Wahlkampf und so weiter, was ja auch wieder so ein, ja, so ein zweischneidiges Schwert ist, was ist Kampf, also man will ja keinen Kampf haben. Ne? Mhm. Aber andererseits, ohne Wahlkampf kannst du auch nicht irgendwas gewinnen, ne? Das heißt, du musst kämpfen um Stimmen und da kommen dann doch Sachen, wo ich selber gemerkt habe, weil ich habe das ja mitverfolgt, ich war ja auch Mitglied bei den deutschen Violetten, dass dann immer wieder Zwist gibt nach so Wahlen und Streitereien und so, weil, wie wir das Geld aufteilt und so weiter und da habe ich gesagt, nein, ich bin froh, wenn wir das jetzt weg haben, weil das Parteiensystem sowieso keine Zukunft hat. Also vom Kampf weg, mehr zum Spielerischen hin, von den Violetten weg, hin zu der Freien Weltbewegung. Habe ich das dann so richtig verstanden? Ja, ich würde es nicht direkt spielerisch, das kann man vielleicht falsch verstehen, weil wir sind nicht kämpferisch, sondern wir sind schon sehr bestimmt, also sehr klar, also das ist nicht irgendwo ein Gaudi-Verein, sondern wir wollen wirklich tatsächlich das Geld abschaffen, ganz im Ernst, ja. Also nicht, dass man, das ist jetzt nur so, ja, wir wollen es nicht Geld, weil es lustig ohne Geld oder so. Es ist nicht lustig, sondern es ist uns wirklich ernst. Wir wollen nicht mehr Teil von diesem zerstörerischen System sein. Das heißt, wir können es nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr. Wir könnten jetzt natürlich sagen, wir steigen aus, wir werden Aussteiger, wie die Freeman oder so Geschichten, was es so gibt, ne, die was austreten aus dem Staat und so weiter. Aber wir brauchen ja wieder was Neues. Ja. Wir wollen nicht die Regierung irgendwie bekämpfen, wir brauchen die Regierung, aber wir wollen sie unterstützen. Und dass die Regierung, wenn es einmal kein Geld mehr gibt, wirklich frei für die Menschen und für die Welt entscheiden kann. Also keine Umwelt, die ganzen Sachen mit Umwelt, mit Klimawandel und so Sachen, die ganzen Sachen, mit, was im Sozialbereich betrifft, immer hapert es am Geld. Also das Geld, das hält uns immer in Knechtschaft. Und wenn wir das wegbringen, dann können wir wirklich für die Menschen, für die Welt Entscheidungen treffen, ohne dass wir von dem Geldsystem abhängig sind. Du hast ja den Film In Time vorgespielt heute an diesem Abend. Der Film zeigt ja auf, wenn wir nicht irgendwas verändern, dann sind wir doch irgendwann mal Sklaven der Banken. Kann man das so ausdrucken? Der Film spielt gar nicht so weit in der Zukunft, sage ich mal. Im Prinzip haben wir es jetzt schon, dass wir eigentlich Sklaven sind von einer kleinen Elite, die was Milliarden hat und wir arbeiten für die. Ne? Das heißt, was man einkauft, ist ja 30% ist Zinsgeld, das heißt, von dem, was ich verdiene,
gingen automatisch 30% bei jedem Einkauf sozusagen an diese Elite. Ich bin ja jetzt eigentlich schon Sklave, vielleicht nur zu 30%, aber eigentlich bin ich schon Sklave. Also es sind alle Sklaven, die was nicht in der oberen Kategorie sind. Also im Prinzip haben wir das jetzt schon, diese Elite. Nur in der Film, der steigert es natürlich noch mehr in diese abgegrenzten Bezirke sozusagen, dass die einen gar nicht mehr in den anderen Bezirk reinkommen. Ja, er geht nur sozusagen, wenn wir das System weiter spinnen sozusagen, wie sie jetzt ist, werden wir sicher so weit kommen. Ne? Man merkt ja auch, dass die Freie Weltbewegung eine sehr spirituelle Bewegung auch ist, ja? Was ja so in der Politik eigentlich generell auch abgeht. Ja? Das ist ja doch das, was das Herz eigentlich sozusagen fordert, sagen wir so, oder verlangt oder sich wünscht. Man sieht, du hast da solche Übungen gemacht. Wie kommst du zu diesen Übungen? Hat dich schon immer interessiert? Ja, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, also wenn man in diese Welt so eintritt, kommt man automatisch mit solchen Leuten in Berührung das und so weiter, mit solchen Texten und so weiter. Ja. Das hat mir einfach einmal, das war, was mir beim Tauschkreistreffen sogar, der hat mir einmal vorgemacht, diese Übungen, hat gesagt, ich mache die halbe, die dauern. Und diese Übungen, die haben mich einfach total angesprochen und denkt, das ist das eigentliche Leben drücken, die drückt das aus. Diese paar Übungen, die 5 Minuten gemacht jeden Tag und ich bin mir da früher wirklich klar, über das Leben, über mein Leben, über meinen Teil im Leben, was meine Aufgabe ist und so weiter. Und das ist faszinierend. Das war kleine Sachen und durch das, dass man mit der Handbewegung das mitmacht, nimmt man es ganz anders auf, als wenn man es einfach nur so denkt, so, so meditiert, sondern das ist wirklich mit Körperarbeit sozusagen kombiniert. Es wirkt dann ganz anders. Also es schafft Klarheit jeden Tag in der Früh. Ja. Und zumindest man merkt, dass es wirklich mit dem Herzen dabei saß, ja. Ja. Es ist eine Herzenssache. Ja. Also die Welt, man muss die Welt als, wie gesagt, die Mutter Erde, das ist ein eigenes Kapitel, mit dem kann man nicht mit jedem reden, sagen, Mutter Erde, was soll das sein? Aber wenn man das wirklich als Mutter erkennt, die Erde, und dass das ein Geschöpf ist und ein Geschöpf, was ich lieb habe, ja, dann will ich nichts zu Leide tun. Und mir tut mir schwer, wenn ich dann immer wieder Sachen unterstütze, allein mit meinem Geld, was die Erde ausbeuten, was weht an der Erde? Ne? Ganze Atomsachen, die ganze Ausbeutung, diese. Was das da wieder gemacht haben, diesen Staudamm in Brasilien, wo so viel Leid und so viel Gebiet überschwemmt worden ist und so viel Leid übersiedelt worden sind und Kulturen ausgelöscht worden sind. Das tut so weh im Herzen, wenn man das spüren kann. Nicht nur sagt, ja, der Profit, das Kraftwerk macht halt so viel Profit und da wieder so viel Geld und so weiter. Das ist nicht das, was Herz sagt. Also das Herz will was anderes haben. Ja, das Herz will ja keinen Schmerz und darum gibt es keine Ruhe, wenn man das erkennt hat. Ja. Fordert. Möchtest du vielleicht den Menschen irgendwas mitgeben an Tipps oder Anregungen, wie man einfach mehr, wie sagt man, Symbiose aus Menschheit ergibt und dann, oder wie kann man sich eigentlich so von dem Joch lösen? Was muss man tun dafür? Es war bei mir schon, sagen wir, ein esoterischer Prozess, wie ich zu dem gekommen bin, den ganzen. Das heißt, die Idee vom positiven Leben, ja. Dass ich mit der Erde lebe und nicht dagegen. Das ist, positive Leben ist einfach viel schöner, als wenn ich gegen was arbeite. Weil in Gemeinschaft, da läuft die Energie, während das andere sträubt sich euch. Ne? Also mit der Erde arbeiten, dieses positive Leben, da muss man viel im Leben ändern. Und natürlich auch Sachen, die was man erkennt, will man dann noch ändern. Wir haben jetzt ein schwieriges Projekt, also ein hohes Ziel erreicht, also was wir vorhaben, wollen wir erreichen, ne? Dieses Geld abschaffen. Kleine Ziele kann man für sich allein machen. Zum Beispiel, dass ich sage, ich kaufe jetzt Bio-Sachen ein. Ja. Ich schaue, dass ich Chemie spare, dass ich für die Umwelt möglichst mich gut verhalte. Das kann ich allein für mich, jeder kann das jeder machen. Aber die Ursache, dieses Geldsystem abzuschaffen, da müssen wir wirklich einmal zusammenhelfen. Das kann nicht einer für sich allein machen, da braucht man einfach viel. Da muss jeder Einzelne sagen, okay, ich bin auch dabei, brauche meinen Beitrag. Und wenn es nur sagen wir, ein Millionstel Beitrag ist, weil wir Millionen Leute brauchen werden, ja, bis wir das abschaffen wollen, ich bin ein Millionstel Teil und dieser Teil ist ganz wichtig. Ohne den geht es nicht. Jedes einzelne Millionstel Teil ist wichtig, wenn man bei dieser Gemeinschaft was erreichen will. Ne? Also es wird sozusagen die kritische Masse erreichen, sodass dann in der Art Resonanz dann etwas passieren kann. Was wir jetzt machen können, ist ja nur, dass wir sagen, mal aufklären, dass wir das anbieten, dass wir überhaupt die Idee sozusagen von einer geldlosen Welt in den Raum stellen, dass die Leute damit konfrontiert werden. Es gibt viele, die was das sofort sagen, da bin ich dabei. Die haben das schon irgendwie im Kopf, ja, die haben sich schon mit dem beschäftigt. Andere wieder, die sagen, wie soll das gehen ohne Geld? Da sind wir alle arm, da müssen wir alle verhungern. Ja. Da dauert es ein bisschen, dass man sagt, ja, pass auf, wenn wir jetzt alle unseren Job weitermachen,
Aber ohne Lohn, dann passiert überhaupt nichts. Dann leben alle weiter, wie wenn nichts wäre. Nur, dass jetzt so und so viel Leute praktisch nicht mehr zur Arbeit gebrauchen. Ne? Die ganzen Banker, die ganzen Versicherungen, alles, was nur mit Geld zu tun hat, Buchhalter, ganze Finanzministerium, alles. Ja? Die haben natürlich dann nichts mehr zu tun. Das heißt, die gehen dann irgendwie zum Arbeitsmarkt und schauen, wo gibt es dann irgendwas Sinnvolles. Das ist klar für mich. Das führt zu dem Ergebnis, dass wir dann alle nur mehr halb so viel da brauchen. Ja? Denn eine Hälfte, die was jetzt sozusagen nur Geld verwaltet, hilft dann die anderen, die was wirklich, sagen wir, einmal heute bei dir arbeiten, ne, die was wirklich was arbeiten. Ich sage nicht, dass die anderen nicht arbeiten, die arbeiten fleißig, ja, die was mit Geld arbeiten. Aber halt nicht, dass wirklich was bringt für die Welt, sondern nur Geld umeinander schreiben oder so, oder rechnen, oder kassieren, immer nur einkassieren und einkassieren, damit ist ja nichts gemacht. Nicht, ne. Wir leben ja von dem, dass der Bau anbaut, dass gebacken wird, dass was ich, alles handwerklich gemacht wird, von dem leben wir ja. Ne. Oder ein Künstler oder sonst was, brauchen wir genauso, ja. Aber das Geld umeinander Ding brauchen wir eigentlich nicht, ja. Und da geht so viel Arbeitskraft verloren, wenn wir die dann aufteilen, brauchen wir alle nur ungefähr 20 Stunden in der Woche arbeiten. Das war ein guter Deal, weil ich sage, okay, 20 Stunden arbeiten wir in der Woche und dann haben wir das Geld weg. Ich glaube, wenn da jeder mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie toll das eigentlich war, wie viel Freizeit wir haben, ne? Dass der ganze Stress wegfällt, weil die ganze Konkurrenz, alles fällt weg, du arbeitest ja nicht mehr frei. Es gibt keinen Chef mehr, der sagt, du musst das machen und so weiter. Ne? Sondern ich sage, ich mache das, das ist mein Teil und ich mache das in Ruhe und so, dass ich Freude habe bei der Arbeit. Ne? Und es gibt keinen Stress und keinen Druck mehr. Ne? Weil man keine Konkurrenz mehr da ist. Und der Arbeitsdruck sozusagen, was ja natürlich jeder Chef jetzt hat, weil du musst in einer gewissen Zeit deine Arbeit erledigen, weil die Konkurrenz in dieser Zeit, und das kostet alles Geld, ein Lohn, Zeit ist Geld und so weiter, das fällt alles weg. Ne? Das heißt, wir hätten ja eigentlich ein Paradies, aber das muss aber im Kopf rein, dass sowas möglich wäre. Was ohne Geld auch gang. Ja? Dieses Netz im Hirn, was wir da haben, müssen wir so weit lockern können, dass wir sagen, lassen wir mal das rein, wie kommt das sein und so, das dauert natürlich seine Zeit. Und wir fangen halt einmal an. Also ich höre einfach einmal raus, dass genug da ist an Ressourcen. Ich höre raus, dass keine Arbeitslosigkeit geben müsste, wenn man sich die Arbeitszeit teilen würde. Und durch die Freizeit, was entsteht, mehr Kreativität entstehen würde. Ganz sicher. Und vor allem, wir brauchen immer ein Drittel, oder wir haben auch eine Berechnung, ein Drittel vom Gehirn ist immer damit belegt, mit Geld verdienen, mit der Existenz. Das heißt, wir sind nicht frei in unserem Kopf wirklich, dass wir uns einmal weiterentwickeln, evolutionär. Man, technisch okay, sind wir weiterentwickelt, weil alles, was du erfindest, bringt Geld. Aber wirklich menschliche Werte, ja, da sind wir ja noch weit hinten, da könnten wir viel weiterentwickelt sein. Ja. Aber weil wir einen Teil vom Gehirn, einen großen Teil belegen mit diesem Geld, ja, als die Geldsorgen dadurch, und dann, wenn wir das weg haben, da werden wir frei und werden wir sehen, was da überhaupt dann mehr rauskommt, was da für ihre menschlichen, sagen wir, nicht diese technischen, sondern die menschlichen Errungenschaften, ne, wenn man meint, evolutionäre Errungenschaften, was da dann sich entwickeln wird. Gell? Also von dem Traum ja. Also du befürchtest nicht, dass wenn keiner mehr arbeiten, also schon arbeiten muss, aber nicht mehr so viel, dass nachher die Menschheit nur noch auf der faulen Haut liegt und dass dann etwas stagniert in der Wirtschaft. Auf der faulen Haut liegen, man ist immer nur für eine Zeit gut. Wenn man natürlich viel jeden Tag arbeitet, dann liegt man gerne mal auf der faulen Haut. Aber wenn mich interessiert, ist dann nur auf der faulen Haut liegen. Mhm. Ja, ich kenne Leute, neulich war ich bei einem Klassentreffen von der Hauptschule, der hat gesagt, der hat mit 45 Jahren, hat er sich zur Ruhe gesetzt, weil er hat schon so viel verdient, er hat einen großen Betrieb gehabt. Und dann ist er halt, was ich, da hat er Zeit mit seiner Frau, Kaffee trinken nachmittag und sagt, und dann hat er gedacht, irgendwas muss er tun, ist halt in die Fitnessstudio gegangen. Und nach 3 Monaten ist ihm das alles so fad geworden. Ja. Der hat sich wieder eine Firma angefangen, wieder eine Firma gegründet und gesagt, ich muss was tun. Ja, ich bin da sinnlos auf der Welt. Und sinnlos wollen wir ja nicht sein. Wir wollen nur, alle haben wir den Drang auf die faule Haut liegen, weil wir ja eigentlich überlastet sind von dem System. Wenn wir das nicht mehr haben, tut ja jeder gern was. Ne? Was er sieht, da kriegt er Anerkennung. Wir arbeiten jetzt immer nur für den Dank für den anderen. Du kriegst da kein Geld mehr, sondern wie macht er das, wie hilft er das? Und du sagst nur Dankeschön. Ja? Und der Dank ist was, der was ins Herz geht. Geld, das ist ja so, ja, wir meinen überhaupt, wir arbeiten für unser Geld sozusagen. Ne? Ich gehe arbeiten, damit ich ein Geld kriege. Ich arbeite nicht, damit ich ein Geld kriege, ich arbeite für den anderen. Das ist ja jetzt auch im Prinzip so. Nur weil wir das Geldsystem haben, meinen wir, wir arbeiten für uns. Nachher ist es automatisch, dass wir für die anderen arbeiten. Ja, dann wird uns das erst klar. Wir arbeiten für uns, wir arbeiten für die anderen. Und da kommt der Dank, das ist ja ganz was anderes als für Geld. Ich muss ja sagen, ich sehe es ja eigentlich auch so, wenn man in der Schuld steht und dafür arbeiten muss, dann resigniert man. Aber genau. Jedoch, wenn man frei ist, ja, ja, und dann kreiert man auch was für die Gemeinschaft, viel, genau, viel lieber. Und
Vor allem aus viel, viel, viel Effektiveres, weil da meint der Geist einfach viel freier agieren kann. Genau, genau. Es ist dann eben Begeisterung dabei und das muss gelernt werden, ja. Vielleicht nur eine letzte Frage, weil manche vielleicht da konnten den Einwand eingeben, das läuft da auf Kommunismus hin. Der Karl Marx hat im Prinzip keine schlechten Ideen gehabt, aber er hat leider das Geld nicht abgeschafft. Hätte er das gemacht, wäre sein System wahrscheinlich optimal. Aber dadurch, dass er das nicht weggebracht hat, hat es immer wieder diese Schlupflöcher gegeben. Ja. Das Problem war ja, dass er Knappheit trotzdem noch da war. Und das wäre es ja eigentlich nicht, weil ja eigentlich, was ich mal gehört habe, für 14 Milliarden Menschen genug zu essen da wäre. Es ist sicher genug da auf der Welt, das ist gar keine Frage. Das wissen wir, dass so viel verkommt und so viel weg und dass nur die Aufteilung nicht stimmt. Weil eben, was du heute gehört hast, hast du keinen Zugang zu dem ganzen System, zu den Ressourcen, zu den Nahrungsmitteln und zu dem Ganzen. Ne? Mhm. Es gibt dann, wie gesagt, Völker, die was nicht in unserem Standard mit Technologisierung leben und die haben kein Geld. Ja? Produzieren nicht so, wie eben wir produzieren. Und für was sollen sie leben? Ne? Die ganzen, das ist Afrika, kannst du bewerben als Großinvestor, die werden ganze Länder verkauft sozusagen. Ne? Also wer hat Geld, ganz Afrika kannst du wieder verkauft sozusagen. Und für was sollen die Leute da überhaupt noch leben? Hätten wir die Afrikaner in Ruhe lassen, die leben seit tausenden Jahren dort, dann leben wir noch genauso. Aber wir haben dann mit der Kolonialisierung das Land ausgebeutet, haben das ganze System zerstört und jetzt soll es wieder funktionieren. Und jetzt meinen wir, es soll so funktionieren wie bei uns. Das sind andere Länder, andere Kulturen. Da hat es immer funktioniert, aber halt nicht so wie bei uns. Und es wird aber nach wie vor funktionieren, wenn wir nicht einschreiten, wenn wir sagen. Natürlich ist es schwierig, weil wir schon eingeschritten haben. Ja, also, aber trotzdem, dieses Geldsystem, und die haben nicht diesen Standard vom Geldsystem wie wir, und dadurch ist es schwierig. Aber wenn wir das Geld wegbringen, dann haben die wieder, können die wieder für andere Sachen machen und nicht für uns. Es wird so viel produziert, anbaut, was dann, weiß ich, da gibt es so Rosen, also Gärtnereien in Afrika, die was die Rosen zu uns auch verschicken. Ich denke mal, die sind doch viel eher, wenn sie hungern, was anbauen, was die zum Essen haben. Nicht, dass dann für uns, weil sie von uns halt Geld kriegen. Also, für was brauchen die denn Geld? Die brauchen was zum Essen vielleicht. Ne? Man schafft eine Abhängigkeit. Abhängigkeit, ja. Sicher. Mit Geld kann man die ködern. Ne? Kommt eine Krise, dann kann sich das Land selbst gar nicht mehr ernähren, weil sie alles exportiert haben oder gar nicht einmal angebaut haben, dass sie es haben, weil sie es importieren haben lassen. Genau, und dann werden wir sozusagen, schicken wir halt wieder Weizen nach, weil das, was zum Essen haben. Die haben doch jetzt bis jetzt auch und Jahrhunderte, Jahrtausende unten für einen angebaut und haben gelebt. Ne? Also das ging natürlich so weiter. Die Freie Weltbewegung ist jetzt nur in Salzburg oder? Momentan ist es nur in Salzburg. Da gibt es jetzt zwei Basisgruppen. Soll sie natürlich weiter verbreiten, aber das geht erst, wenn sich mehr Leute anschließen. Dann man sagt, dass man dort und da dann wieder einer sich findet, der sagt, ich mache eine Basisgruppen. Ich schaue, dass ich einfach Basisgruppen, es waren ungefähr so 10 bis 12 Leute, was sie im privaten Rahmen treffen können. So. Wir haben viermal im Jahr praktisch so ein Basisgruppentreffen, wo wir einfach uns, wie wir uns die Welt vorstellen, praktisch das diskutieren und so weiter und eben auch schauen, dass wir Werbung machen dafür, das verbreiten. Die Gruppen sind immer koordiniert mit einem Basisgruppensprecher. Wir treffen uns nach dieser Treffen, wir schauen, was ist dort, was ist da, praktisch, sodass wir immer wissen, wie er läuft, also was haben die Leute für Wünsche. Es ist ja eine demokratische sozusagen Bewegung, es soll wirklich echte Demokratie sein. Das geht nur so auf die Art. Und größere Gruppen, da kann man immer diskutieren. Wir haben so eine Gruppen, wir haben heute gehabt, haben ein Fest, da kann man feiern, das geht. Aber wir konnten dann irgendwas diskutieren, das sind einfach zu viele Leute. Das ist, wir haben dieses kleine Gruppensystem und die, durch die Sprecher in Verbindung sind. Also es läuft dann so irgendwie ab, so wird die Politik in der Zukunft dann ausschauen. Es gibt mehrere kleine Menschen, die haben Ideen, treffen sich in Gruppen, die haben einen Gruppensprecher, fungieren vielleicht dann später als Waisenrat. Diese treffen sich dann wiederum einzeln und besprechen und das, was in den Einzelgruppen besprochen worden ist, und dann wird das entweder umgesetzt, oder? Genau so ist es sein. Okay, ja. Weil ja nicht mehr sehr einfach. Momentan die Wirtschaft und sagen wir, das Kapital vorgibt, was zu machen ist. Es nutzt nichts, wenn sie die Leute so zusammensitzen, weil es kircht, was Kapital vorgibt, sozusagen. Ne? Aber wenn das nicht mehr ist, dann braucht man wirklich wem, der was sozusagen die Meinung der Bevölkerung, was wollen die Leute, ja? Und da kommen die Leute dann zusammen, weil dann hat es aber einen Sinn. Dann werden die angehört. Also wenn wir große Gruppen werden, dann wird die Politik auch immer mehr auf uns hören. Ja? Wenn wir jetzt haben wir 60 Leute, dann ist es wahrscheinlich in Wien, ist nur wurscht. Ja? Man, wir schreiben mal und sagen, okay, es ist bekannt, diese Gruppen gibt es, die Freie Welt bewegen, als Bürgerbeteiligungsgruppen. Wir stehen in Kontakt, wir schreiben mal,
was wir bei unseren Treffen so ausgemacht haben, dass wir praktisch bekannt geben und wir kriegen dann auch eine Antwort. Das ist alles auf unserer Homepage drauf und der offizielle, das kann man das alles nachlesen, was wir so. Wenn wir dann was einblenden. Kontakt, ja. Was wir so für einen Kontakt haben, ne, und so weiter. Oder was wir Fragen haben und so. Und wir wollen also sozusagen die Regierung unterstützen. Und natürlich, je mehr wir werden, umso mehr wird dann auch auf uns gehört, wenn, so, wenn irgendein Thema ist, wo Entscheidungen zum Treffen sind, was die Regierung immer Entscheidungen treffen wird, dann hat es irgendwann einmal, ja, und was sagt da die Freie Weltbewegung dazu? Ne? Also, was haben wir in unserer Runde zu dem Thema zum Beispiel für eine Meinung? Ne? Also, letztes Mal war die Meinung, man soll den Flugverkehr in ganz Europa koordinieren. Ne? Das war zum Beispiel so ein Thema. Ja? Ist das jetzt gut oder soll jetzt jedes Land für sich den Flugverkehr ordnen? Ne? Ich meine, es war für Europa, war, lassen Sie viel einsparen, ja? Weil das konnte man alles viel mehr koordinieren, also den ganzen Flugverkehr. Aber ja, dann gab es wieder Arbeitslose. Die fürchten die Fluglosen um ihren Arbeitsplatz und so weiter. Da geht es wieder an mit dem Geld und so weiter. Ne? Das heißt, wir konnten uns viel Arbeit ersparen, aber wieder das Geld, was dahinter steckt, gibt es wieder Probleme. Ja? Also da müssen wir sagen, wir können entscheiden, wie war es ohne Geld. Ja? Da war das klar, da konnte man das koordinieren, wie es am besten funktioniert. Nicht, dass jeder seinen Arbeitsplatz hat und jedes Land für sich sein Recht auf seine Flughoheit hat, sozusagen. Das brauchen wir dann nicht mehr, weil es gibt dann, brauchen auch keine Grenzen mehr. Der Flugverkehr ist dann frei. Ne? Das muss natürlich, diese Koordination muss geben, aber das macht man dann so, wie es am günstigsten ist und nicht wie es strategisch, ne? Sondern aber nicht wie es für jedes Land, damit hat keine Arbeitsplätze und so weiter. Das ist dann, solche Sachen dann einfach nebensächlich. Ne? Effektiv ist einfach, wenn man nicht alles aufsplittert in dem Sinne, sondern alles in, sagen wir mal, in einen Arbeitsgruppenverein macht, wie zum Beispiel Flutlotsengruppe, ja, genauso wie in den anderen Berufen. Genau. Und die, was noch an, sagen wir mal, die Arbeit verlieren würden, könnten sie ja die Arbeit mit dem anderen teilen. Richtig. Ganz einfach. Weil das ist ja so, dass man fragt sich oft, die Leute wollen arbeiten, ne? Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Jeder war doch eigentlich froh, wenn er weniger arbeiten müsste. Ne? Aber heute hängt halt das Geld davon ab. Wenn ich halt weniger Arbeit habe, habe ich auch weniger Geld. Ne? Und das ist ja eigentlich ein Druckschluss. Wir wollen ja weniger arbeiten, wir wollen ja mehr Freizeit haben. Ne? Also sagen wir, 20 Stunden waren ja für jeden leicht genug, wenn wir arbeiten, hätte man mehr Freizeit und konnten andere Sachen, was wir ja gerne dann machen. Gell? Aber das lässt nicht zu, weil wenn ich sage, du hast nur mehr 20 Stunden, dann bin ich am Existenzminimum, da kann ich fast nicht mehr leben. Also diese Sachen. Und das sind ja verrückt eigentlich. Das Rest, Geld ja. Drückt, weil das früher Geld hat der Mann allein für die Familie sorgen können, es muss schon die Mutter möglich. Und Vater genau. Arbeiten, die vielleicht zwei, drei Jobs nebenbei. Ja, weil es in Indien ist, wo sogar die Kinder dann zum Arbeiten einteilt werden. Ne? Ja. Aber Indien ist ja da, da gibt es genauso Millionäre, die was immer nur scheffeln und die Schicht muss für die arbeiten. Das ist ein Sklavensystem. Genauso wie es bei den alten Römern war, da war es nicht anders. 0,5% der Bevölkerung hat sozusagen da im Reichtum gelebt, ne? Die waren die Herrschaften, ne? Das andere war alles nur Personal, also die Sklaven, das 99,5%. Ne? So ist es einfach. Wenn ein Geldsystem so lange besteht, das Geld konzentriert sich bei Einzelnen, ne? Das wirst du im Rom genauso, wenn man Geld kommt. Die sind reich und die anderen sind nur mehr, die leben von der Hand im Mund sozusagen. Ne? Ja, einen Unterschied hat es in alten Rom schon gegeben. Die Sklaven mussten damals für Kost und Logis nichts zahlen. Ja, die Sklaven haben es damals gut gehabt. Aber sie haben damals, der Unterschied zu heute ist, die Sklaven damals haben keine Chance gehabt, aus dem Aussatz zu kommen. Heute haben wir eine Demokratie. Wir brauchen uns nur in der freien Welt zusammentun und sagen, wir wollen jetzt eine Abstimmung machen und wenn die Mehrheit Österreicher dafür entscheidet, ohne Geld, dann leben wir ohne Geld. Also das können wir heute, also das haben wir die Römer weit voraus. Ja? Wir haben jetzt, wir können nicht sagen, wir können noch nichts machen. Wir können. Ja? Das, wir sagen mit einer zusammen, wir können das machen. Wir sind rechtlich, wir machen keinen Aufstand, machen oder sonst irgendwas, bloß vergessen nicht irgendwas, wir machen das in Frieden, einfach so sagen, die Mehrheit ist jetzt der Meinung, wir wollen ohne Geld, und dann tun wir das weg. Das haben wir heute, die Chance haben wir heute. Also muss nur jeder nützen und sagen, okay, da schließe ich mich auch mal nicht, das ist nur ein Angebot. Wir können nicht mehr machen, wir können schauen, wo sind Leute, die was sagen, okay, das wäre jetzt die Zukunft, die können sich anschließen dann. Okay, also sehr interessant, ich finde auch sehr gute Ideen. Braucht nur noch einfach den Umsetzungswillen und den Vorlebungswillen. Ja. Ich glaube, das Abschlusswort, das gönne ich jetzt dir, Kurt. Und dann möchten wir uns eigentlich von den Zusehen verabschieden und die Homepage, damit die Freie Weltbewegung finden könnt, die wird dann gleich unten eingeblendet. Also, dein Abschlusswort an die Nation und die Welt.
Ich kann da jetzt gar nichts mehr sagen, ich habe es so viel gesagt. Ich würde einfach nur sagen, das Herz geht einfach auf, wenn ich daran denke. Ja. Und wenn das, wer das auch spürt, was den Gedanken ohne Geld aus dem Herz aufgeht, der findet bei uns so einen Anschluss. Okay, wunderbar. Danke für dein Interview. Bitte sehr.